So, halli, hallo, hallöle, da sind wir wieder und ich hol mir jetzt diese blöde Malena. Dazu muss ich hier irgendwo hin. Kann ich mir Marker setzen? Also, jetzt laufen wir erstmal in die Richtung weiter. Ah, ich kann mir, natürlich kann ich mir einen Marker setzen. Nämlich, das ist einfach da. Und da gehen wir jetzt hin. Und da finden wir unsere kleine Freundin. Und dann bringen wir sie um. Oh ja, genau das tun wir. Blöde. Ja, nee. Lassen wir das lieber sein. Aber die Malena, die holen wir uns jetzt. Kann nicht glauben, dass sie uns so verraten hat. Mir noch geholfen. Sie war wirklich dafür verantwortlich. Und dann tut sie uns sowas an. Das geht gar nicht. Immer wieder speichern. Mir ist nämlich gerade schon wieder das Spiel abgeschmiert, nachdem ich alles verkauft hatte. Aber war nicht so cool. Na? Oh, wer bist du? Nothilfe. Ich dachte schon, es sei um mich geschehen. Was ist mit dir? Wer bist du? Mit mir nichts. Aber mein Freund ist in diesem verfluchten Spital geblieben. Schön. Cedric sagte, es seien zwei Leute nicht aus den Ruinen zurückgekehrt. Ich bin Rupert Brandhuber, Medikus aus Edirn. Mein Freund und ich suchen nach seltenen Heilpflanzen. Dieser Wald ist nicht gerade der ideale Ort dafür. Man hat uns gewarnt, aber wir haben es in den Wind geschlagen und sind zur Ruine gegangen. Keine Spur von Kräutern, aber da unten war etwas Grässliches. Ich konnte fliehen, aber Gridley... Buch, was Buch. War das? Hörst du? Das ist Gridleys Hund. Und du. Spürst du das auch? Da kommt etwas. Rette mich! Rette mich! Oh, necker einfach nur. Wirklich kein Problem. Ja, ich kann das Spiel jetzt nicht speichern. Sind da noch welche? Jetzt kann ich das Spiel speichern. Das ist bitte hier ruhig. Ach, das war eine Falle wieder. Hey! Lass den Hund! Jetzt außen rumlaufen. Ich sage, lass den Hund. Nein, sie haben den Hund getötet. Nein, der Hund. No. Habe ich jetzt den Necker besiegt? Oh, der arme Hund. Zerfleischt. Ja, ich habe den Necker doch jetzt besiegt. Muss ich ja noch runter, oder was? Na gut, machen wir das zuerst. Da geht's nicht lang. Ich hoffe, es gibt nur einen Weg. Aha. Boom, boom. Sie nicht tun dürfen. Verrückter als die Irren. Diese Gier. Was ist jetzt los? Was wird das denn jetzt? Hallo? Ah, das bricht ein. Aua. Das bricht ein. Und jetzt? Da hinten ist doch der Geist. Muss ich mit Art einfach wegschleudern? Nö, kenn ich nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Hallo? Hallo? So? Okay.
Jetzt kann ich ein bisschen überfragt hier. Komme ich da wieder hoch? Nee, komme ich nicht. Oh Mann. Ja, jetzt muss ich aber gerade mal schauen, wie ich das mache. Bis gleich. Ach so, es kann sein, dass ich zuerst hier diese Krankenhausakte aufnehmen muss. Machen wir doch einfach mal. Aha. Hallo Geister. Kann ich die irgendwie mit absiegen oder so? Ne, wollen nicht. Das ist easy, lock easy. Tschüss. Dann geht's weiter, oder? Ja, dann ist das Feuer aus. Oh, Mutagen für Konzentration. Nice, nice. Ja, mit der Todesessenz, die wollen wir nicht. Was haben wir hier? Nichts. Hallo Geist. Ich glaube nicht, dass ich da weiter soll, oder? Wie konnten Sie nur? Diese Menschen waren unschuldig. Und ich. Okay. So. Tschüss. Okay, dann gehen wir hier weiter. So. Ich werde nicht mit dem Feuer spielen. Ja, dann nehmen wir doch Quinn. Gehen dann da durch. So. Wen haben wir da? Tschüss. Und du? Tschüss. Schon wieder da. Blöder Penner. Piss dich. Okay. Oh. Er hat sich stark an... Assassin's Creed. Erscheinung! Zack, zack, zack. Mein Kern hat sich abgefangen. Okay. Die machen wir ja Schaden. Ja, mit Art können sie nicht treffen, oder? Lass mich nicht mehr in die Kiste schauen. Kiste. Waren da jetzt die Krankenhausberichte drin? Todesessenz und hat... Ah, Zahnrübe. Ein Sarkophag. Da geht's wahrscheinlich weiter. Hier sind noch Pilze. Und... Nee. Weiter geht's. Es tut so weh. Bitte, hilf mir. Gib mir Medizin. Sie sollen leiden! Sie versehnen es! Und wo ist dieser komische Typ hin eigentlich? Der muss doch auch den ganzen Weg gegangen sein, oder? Bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Ah! Lass mich! Verschwinde! Ganz ruhig! Das war nicht meine Schuld! Ich war das nicht! Ich war es nicht! Was warst du nicht? Feuer! Überall Feuer! Das sollte nicht passieren! Ich wollte das nicht! Aha! Wenn ich dich nicht beruhige, erfahre ich von dir nicht viel. Vielleicht sind ja nicht alle Medikamente verbrannt. Na super. Dann können wir dir ein paar Medikamente holen, oder was? Aha. Was soll ich? Ein Beruhigungsmittel. Hast du zufällig ein Beruhigungsmittel für mich? Ohrens. Ja, sind nur 4 Stück, aber bis jetzt gar nichts. Ah, oh. Ein Geist. Kann ich dich jetzt mit Art treffen? Ja, kann ich. Macht aber nicht so viel Schaden. Macht ich keinen Schaden? Feuer hilft. Oh, Feuer hilft wirklich. Tschüss. Da ist noch einer.
So. Die holen wir uns. Zack. Boom. Bang. Und noch ein Level Up. Level Up. Ich würde wieder gerne ein paar Mutagene finden. Na, hier drin nicht. Mutagene, ich liebe Mutagene. Yay. Was haben wir hier noch? Okay. So, du Hund. Was ist los? Ich fick dich einfach. Rupert hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Ich dachte, das wäre Rupert. Er lebt? Hör zu. Du und dein Kumpel, ihr seid Halunken. Das merkt man gleich. Dieser Ort hat eine grässliche Vergangenheit und es würde mich nicht wundern, wenn ihr damit zu tun hättet. Verstehst du, was ich meine? Ja. Schön. Erzähl mir die ganze Geschichte. No, die ganze Geschichte? Wirklich? Geschichte? Es gibt immer eine Geschichte, Gridley. Nun red schon. Ach, wir waren Soldaten im Dienst von Edom. Im Nilfgaard-Krieg war uns einer Leihwehr. Eines Tages erwischten die Botschafter ein... Wir beschlossen ihn... Durch Folter? Der Anführer... Ja, okay, ich will jetzt echt nicht die ganze Geschichte hören. Das ist nur eine Nebenquest, okay? Ich bin befreit. Oder vielleicht auch nicht. Müssen wir den noch besiegen? Lass mich. Verschwinde. Der Boden bewegt sich. Er kriecht auf mich zu. Nee, ich muss da lang, oder? Da jedenfalls nicht. Okay. Ein Wolf kommt selten allein. Was willst du? Ihren Tod? 2 von 20 kehren dahin zurück, wo keiner mehr ist. Ein einziger richtet sie. Ist er gnädig, füttert er die Toten mit ihnen? Ist er unerbittlich, gibt er ihnen, wonach sie begehren? Eine Prophezeiung, wie schön. Hätte ich mir denken können. Okay. Bringst du mir ihre Herzen, esse ich mich an ihrer Feigheit satt. Bringst du mir ihre Augen, banne ich ihren Blick. Na, das ist hübscher Typ. Also gut. Ich werde dem Fluch ein Ende machen. So oder so. Jetzt kann ich die 2 Typen umbringen, oder was? Bring Gridley zu Rupert. Na, und der Weg wieder zurück. Hui. Der Boden. Doink, doink. Er kriecht auf mich zu. Doink. Komm mit. Und? Ich bin dem Geist eines Nilfgaarders. Okay. Sind wir jetzt draußen? Das wäre geil. Komm, wir sind draußen. Raus? Gridley, ja. Du lebst. Was ist da unten geschehen? Ich habe den Geist des kaiserlichen Soldaten gefunden. Du bist doch ein Hexer. Werd ihn los. Schon geschehen. Kommt, ich will euch was zeigen. Oh ja. Yeah. Weg mit denen. Pisst euch. Wen haben wir denn da? Kennt ihr mich noch? Du hast uns reingelegt. Das Verbrechen wird gesühnt. Die Sühne... Okay. Oh ja. Ich brauche dich nicht mehr. Das wird ein Festmahl, Jungs. Juhu. Oh ja. Hier kommen wir hoch. Vielleicht kommen wir ja wieder raus. Das wäre geil. Ja, das würde ich feiern. Ja, wir kommen hier wieder raus. Irgendwie. Oder? Ja. Wir kommen hier wieder raus. Und damit sehen wir uns dann, würde ich sagen, einfach beim nächsten Mal wieder, wenn wir endlich uns die Marlene holen. Oh ja. Tschüss, Mille. Und ciao.